Und damit wieder ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mafia 2 mit eurem Gabrasaro. Und wir spielen gerade Joe und wir müssen herausfinden, was es mit diesem Kronzeugen auf sich hat und wer vor allem der Kronzeuge ist. So, ich nehme mir wieder an, etwas späterer, jetzt muss ich mal ganz kurz mal schauen, ob das mit dem Mikrofon so in Ordnung ist. Jawohl. Und ich, ich nehme zu einer etwas späteren Stunde auf. Wahrscheinlich können, wie war das gleich mal? C? Ja, genau. Mit C kann ich ihn wahrscheinlich sogar lautlos ausknipsen, weil wir ja auch bei der Marine waren, genauso wie Vito Scaletta. Was ich aber cool finde, ist wirklich die... Also das sieht hier echt cool aus, Alter. Auch so mit diesem kalten Wind, der hier vorüberzieht. Echt cool gemacht. Also für ein DLC? Ich hoffe einfach nur, dass das DLC nicht einfach... Ich weiß nicht, so 2-3 Missionen sind und dann hat sich die Sache erledigt. Und wieso wird dieser Kronzeuge so extremst bewacht? Und von wem? Weil das sieht nämlich nicht nach normal typischen Polizisten aus. Okay, der läuft da auf jeden Fall immer seine Runden. Da hinten stehen wohl so einige in dem Gebäude. Ich muss erstmal kurz ein bisschen die Lage sondieren. Damit das hier alles auch vernünftig abläuft. Das Ganze nicht in einer wilden Schießerei enden wird. Vor allem, ich weiß nicht, ob Joe das... okay, er bleibt da stehen. Durch die Sicht, ich denke, hier wird keiner so richtig weit gucken können. Also muss ich es gleich auf jeden Fall einfach mal ausprobieren. Bleibt er da einfach stehen? Bleibst du da einfach stehen? Bitte bleib einfach stehen. Bitte bleibe einfach stehen. Bitte bleibe einfach stehen. Wo ist denn der andere, Alter? Oh, okay. Ich habe so ein Gefühl. Oh, nichts. Mein Monitor ist ausgegangen. Ei. Das klappt, denke ich. Okay, bis hierhin können wir sie alle noch ziemlich lautlos ausschalten. Und... Nein! Nicht die Waffen! Nicht die Waffen! Ich will doch die Waffen haben! Und vor allem natürlich eine Thompson! Thompson mag ich. Wird mir denn auf der... Nein, auf der Karte wird mir natürlich nicht wirklich angezeigt, wo ich lang muss. Nur zu diesem komischen Haufen... Warum sind denn hier überhaupt so viele? Ich muss mal erstmal kurz einen Blick riskieren, ob ich hier überhaupt lang komme. Natürlich nicht. Du könntest da ohne Probleme durch, wenn du nicht so dick wärst, Joe. Wenn du nicht so dick wärst und etwas abgenommen hättest, dann würde das überhaupt wunderbar funktionieren. Aber ich werde nicht großkotzig sein. Ich könnte auch das eine oder andere Kilo abnehmen, was ich natürlich auch gerade unternehme. Erfolgreich. Bis jetzt. Ist das eine Tür? Nein, natürlich ist das keine Tür. Da sind 2, 3 drin. Oder sind die über mir? Oder sind die hier hinter? Ach, da, guck mal, dahinter sind sie. Dann kann ich mich ver... Ja, ich dachte, ich könnte mich hier so wunderbar durchschleichen. Oder kann ich pfeifen? Ich glaube nicht, dass ich pfeifen kann, oder? Oder anlocken? Nee, das ist blöd. Ach, das ist jetzt doof, weil ich... Oder kann ich hier vielleicht eine... Dose nehmen und die dann reinwerfen oder... Oh, oh. Natürlich fällt das überhaupt gar nicht auf, dass hier ein Joe durch die Gegend wandert oder rüberspringen. Tja, das heißt wohl, bis hierhin konnte ich noch alles ohne Probleme und auch leise veranstalten. Tja, ich sehe leider nichts. Das heißt also für mich Gummi geben. Ich... Find's auch nicht toll, aber was willst du machen? Ich find's auch nicht schön. Wie? Schalte den Kronzeugen aus, bevor er entkommt? Oh nein. Alter.
Komm, einmal ins Bein. Ja. Ah. Scheiße. Das kriege ich doch niemals auf die Schnelle hin, oder? Ich müsste mal nachladen. Komm, von... Wieso hast du denn... Wieso ist denn daran keine vernünftige Waffe? Okay, erledigt. Weiter geht's. Komm doch raus. Genau, der Nächste. Hey, Joe ist richtig gut unterwegs. Das ist eins. Ich habe nur keine Munition mehr. Ich hab doch... Komm, nimm doch auf. Nimm doch auf, Junge. Jetzt, ich muss die Waffe wechseln. Schrotflinte. Ja, dann halt von mir aus auch mit der Schrotflinte. Oder vielleicht hier was drin? Waffen? Munition? Irgendetwas? Ach, komm einfach raus, weißt du das? So. Dann machen wir es eben so. Und hier ist er drin. Oh nein. Echt jetzt? Jetzt muss ich hier wirklich noch das verdammte Schloss öffnen. Wieso kann ich denn nicht einfach mit der Schrotflinte draufknallen? Mein Mensch, worauf Gott. Wartet ihr denn noch? Erschießt das Arschloch! Ihr sollt mich doch beschützen, verdammte Scheiße! Ich erkenne leider nicht, wer es sein könnte, oder... Achso, das war... Ach nein, klar, das war... ich blöd, Mann. Ich frag mich ganze Zeit... Ich hab mich letzte Folge auch schon gefragt, wer könnte das nur sein? Wer könnte das nur sein? Ja, das ist doch dieser... Rizzifazzi. Rizzifazzi Macroni, Macaroni. Ich. Wow! Wow, das ist. Oh nein, das ist ja. Oh. Nein, das ist. Oh nein. Das ist doch dieser verdammte blöde Weg, den ich schon auf der Hinfahrt so kacke fand. Okay, ich kann also einfach geradeaus fahren. Gut. Schneller, was ist denn? Ja, ja, bleib doch mal cool. Mir fällt gerade auf, dass meine Kopfhörer noch auf leise gestellt sind. Deswegen kriege ich nur noch die Hälfte mit. Ha! Ah, vorsichtig! Ist ja der bescheuert, hier auf die Eisschollen zu fahren? Ich habe eingeschissen. Ja, ganz ehrlich, ich hätte auch da eingeschissen. Gefällt dir das? Ach, stimmt, den sollen wir ja ausschalten. Ich fahre den ganze Zeit hinterher und denke mir, oh ja! Fahre ich mal vorsichtig hinterher. Kann ich doch dann bestimmt hier irgendwo ins Wasser reinschubsen und. Gefällt dir das, du Verräter? Ach, Mist. Ja, 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 ja. Ich würde gerne aussteigen. So, Junge. Dann komm mal bitte raus. Meiner ist in der Werkstatt. Weg mit dir. Oh nein, den Schuppen. Nein! Alter! Komm, ich muss dich ausschalten. 1, 2, 3. Was? Okay, zurück zum Frame. Ich hab jetzt echt gedacht. Ich hab jetzt wirklich gedacht, den treffe ich nicht mehr. Ach, Mensch. Okay, ich steige auf jeden Fall in meinen Wagen ein. Der andere sieht schon verdammt demoliert aus. Radio läuft auch. Achso, erstmal jetzt hier. Ich muss jetzt gerade mal ganz kurz meine. Ach, wir singen wieder. Kann ich hier lang fahren? Mir wird gerade auf der Karte angezeigt, hier lang zu fahren. Wie fröhlich doch der Joe jetzt ist. Auch wenn ich das Lied nicht kenne. Aber wenn das einer von euch kennt, dann bitte sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten schaue ich mir halt an, was Google, YouTube denn sagt, welches Lied ich denn hier nicht monetarisieren darf. Meistens klappt das sogar relativ gut. Außer wenn da zu viel... Vorsichtig! Vorsichtig! Ich werde ja fast voll reingefahren. Oh, war das knapp. Alter, war das knapp. Okay, jetzt hier wieder. Richten, nein, auf jeden Fall, der hieß doch Rizzifazzi Macaroni oder so ähnlich hieß der. Und ich habe mich wirklich in der letzten Folge gefragt, wie heißt denn dieser Kronzeuge?
Und dann haben wir ja Stan auch im Vorfeld ausgehorcht gehabt. Warum ich das komplett in der letzten Folge übersehen habe. Obwohl, ich glaube, ich weiß warum. Weil ich nämlich die Folge relativ zügig online, weil ich musste das noch rendern. Ich hatte erst gegen Nachmittag die letzte Folge von gestern aufgenommen und da ist mir das wohl irgendwie komplett durch die Lappen gegangen. Und ja, noch ein Stückchen weiter weg von dem Bullen und ich kann auch endlich wieder vernünftig Gas geben. A pocket full of, also eine Tasche voller. Oh nein! Ich wurde noch nicht. Die Folge, die läuft jetzt schon seit 10 Minuten und ich wurde noch nicht von der Polizei verfolgt. Respekt, Junge, Respekt, es wird. Und auch noch kein Unfall gebaut. Abgesehen natürlich von dem Unfall, den ich auch sogar machen sollte. Ich könnte jetzt hier eigentlich warten und mir die ganze Zeit. Ah, a pocket full of dreams. Alles klar, eine Tasche voller Freude und Glückseligkeit. Hier oben müsste doch irgendwo jetzt Luca sein. Willst du dem Boss widersprechen, Henry? Hä? Na, siehst du. Kümmer dich lieber um dein Bein, okay? Also, bis später. Und? Ist erledigt. Okay, gut gemacht. Und was passiert jetzt mit Vito? Wir haben ihm den besten Anwalt besorgt. Er ist bald wieder draußen. Für ihre Straftaten gegen die Bürger dieser Stadt, dieses großartigen Landes, verurteilt sie dieses Gericht hiermit zu 10 Jahren Haft in einem Bundesgefängnis. Scheiße! Ach ja, stimmt, das lief ja richtig super. Scheiße, so ein Dreck. Ich denke, er kommt wieder frei. Erstens, schrei mich nicht an, Freundchen. Zweitens, wir reden morgen darüber. Nicht jetzt. Geh nach Hause, reg dich ab. Komm morgen früh wieder, alles klar? Wie du meinst. Ich frage mich gerade, ob Lukas so schon ein blöder Wichser. Ich frage mich, ob Lukas zu dem Zeitpunkt schon wollte, dass Vito nicht aus dem Gefängnis kommt. Das schon wieder. Geschweige denn, auf jeden Fall reinkommt. Hör mir zu. Henry, hast du schon das mit Vito gehört? Der kleine Wichser hat gesagt, er kümmert sich um alles. Und was ist jetzt? Halt endlich die Klappe und hör mir zu. Das mit Vito tut mir leid, aber nichts zu machen. Aber jetzt hör zu. Luca will dir an den Kragen. Was soll das denn heißen? Das heißt, sie werden dich umbringen. So kann's gehen, Joe. Die müssen stinksauer auf dich sein. Du hast wahrscheinlich noch 5 Minuten, bis die Kerle auftauchen. Ach ja, sollen sie kommen. Mir doch egal. Was willst du machen? Sie alle umbringen? Was passiert dann wohl morgen, hä? Hör zu, du hast jetzt die Wahl. Entweder verlässt du die Stadt oder du bleibst und bist tot. Und Joe, wegen der Sache in der Brennerei. Jetzt sind wir quitt. Ach, jetzt machen wir direkt den Cut und sind 5 Jahre später unterwegs. Bono-Klaus! Hey! Ah. Sieh mal an, hast dich kein bisschen verändert. Geil! Was? Meinst du meine Verkleidung? Total unauffällig. Ja, habe ich mir gerade auch gedacht. Das macht meine Bude. Wie ich am Telefon sagte, alles beim Alten. Hier ist der Schloss. Wie schön, und der Job, über den wir geredet haben? Keine Sorge, ich habe momentan mehr als genug Arbeit für uns beide. Fährst du mit? Nein, danke. When the good times roll. Alles klar. Ich habe mir ja wirklich schon gedacht, dass Luca vielleicht da seine Finger richtig auch bei Vito im Spiel hatte. Und Henry hat die ganze Sache auf jeden Fall nur bestätigt. Was? Wieso wird mir denn jetzt ein... Auf deiner Karte siehst du alle verfügbaren Missionen. Jeder Buchstabe steht für einen Auftraggeber. Erfülle die Mission, dann geht die Geschichte weiter. Okay, aber ehrlich, was für ein Porno-Klaus-Outfit wir hier haben. Mission ansehen. Oh, Tutorial. Willkommen in der Zivilisation. Während du dich im Süden amüsiert hast, habe ich mich um deine Wohnung und anderen Kram gekümmert. Vor der Station steht ein Wagen für dich, sodass du dir ansehen kannst, was sich hier verändert hat. Bleib unauffällig. 5 Jahre sind für manche noch nicht genug, um zu vergessen, was du getan hast. Wenn du mit dem Sightseeing fertig bist, kannst du dich wieder dem Geschäft widmen.
Es gibt sicher einige interessante Jobs für dich. Schnapp dir das Auto und mach dich auf. Den Weg? Irgendwie fehlt mir da gerade was. Alter, Tutorial, die Bonus... Was läuft denn jetzt gerade hier? Die Bonuszeitanzeige ist in der rechten oberen Ecke des Bildschirms. Je schneller du die Mission abschließt, desto mehr Bonuspunkte bekommst du. Nach Ablauf der Zeit ist die Mission fehlgeschlagen. Und zwar anscheinend jede Mission. Und jetzt gibt's erstmal Haue. Hey, du Clown, wo willst du hin? Lass mich einfach in Ruhe. Das macht 5 Monate. Nicht mit mir, bitte. Nicht heute. Wie war das? Hey! Autsch! Das ist natürlich auch total super und sehr, sehr clever von den beiden. Hallo? Hä? Ich wollte doch kontern. Au! Boah, der haut ja... Also, auf Vito... Also, mit Vito sich anzulegen? Nicht mit Vito, mit Joe. Hat der andere sich gerade echt darüber gefreut, dass ich seinen Kollegen da fertig mache? Was? Kill im Kampf? Was? Bonuszeit? Bonuspunkte? Du hast einen Gegner ausgeschaltet. Dafür bekommst du Punkte. Denk daran, dass es keine Punkte gibt, wenn du Zivilisten oder Cops ausschaltest. War das die 5 Mäuse wert? Okay. Doppelte Punktzahl kriege ich jetzt, oder wie? Was? Was denn für eine Bonuszeit und Bonuspunkte? Ich bin gerade ein wenig durch den Wind. Und ein letztes Mal. So, Dankeschön. Ja, Tutorial. Schalte mehrere Gegner nacheinander aus, um einen Multiplikator-Bonus zu bekommen. Je mehr Gegner du in Folge erledigst, desto höher fällt der Multiplikator aus. Danke, und jetzt bleib da unten bitte liegen. Ich brauche mein Auto. Besorg dir ein Auto. Nein, ich besorge mir mein Auto. Das ist wahrscheinlich mein Auto und dafür habe ich sogar Schlüssel. Habe ich ja gesagt. Was haben wir jetzt? Tutorial. Versuche in jeder Mission die beste Wertung zu bekommen. Erledige Gegner, schrotte Autos oder fahr Höchstgeschwindigkeit. Je besser du bist, desto höher ist deine Platzierung in den besten Listen. Die höchste Wertung ist S, die niedrigste D. Begib dich in die sichere Zone. Und wenn ich das Ganze auch noch schnell machen muss, ich komme... Na ja, gut, mit dem Auto könnte ich das vielleicht wirklich sogar schnell machen. Und ich will natürlich eine S-Wertung haben. Alter, jetzt kriege ich also Bonuspunkte dafür, wie schnell ich unterwegs bin. Okay. Naja, steht ja auch oben rechts. Fürs Tempo bekomme ich gerade Punkte. Vorsichtig. Okay, jetzt, und wenn ich dann wende, wenn ich dann noch wende ramme, dann, es hat ein bisschen was von Burnout, damals auch für die PlayStation 2, PlayStation 3 gab es die, ich weiß gar nicht, ob es für den vierten Teil auch ein Burnout gab, auf jeden Fall hat man dafür, dass man im Gegenverkehr gefahren ist, schnell gefahren ist, Überholungen gemacht hat, hat man immer mehr Punkte bekommen. Und dann auch später noch einen Boost, mit dem man wesentlich schneller durch die Gegend fahren konnte. Aber das glaube ich nicht, dass das ein S-Bonus sein wird. Einmal das Auto in der Garage abstellen, zu Hause und dann Mission abschließen. Und ist sogar ein S. Kill im Nahkampf, Tempo, Bonuszeit, Schwierigkeit. Okay, weiter bitte. Ich finde das gerade irgendwie ganz irritierend mit den Punkten. Das muss ich euch mal jetzt ganz ehrlich sagen. Vergiss nicht, dass du deine Apartments in der Stadt jederzeit nutzen kannst. Jedes Apartment hat auch eine Garage, in der du deine Wagen parken kannst. Die Garagen werden von allen Apartments gemeinsam genutzt. Im Kartenbildschirm siehst du genau, wo sich deine Apartments befinden. Und nehme ich einfach direkt mal die nächste Mission an. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, was ich mir jetzt hier alles angucken will. Hey Joe, wir haben so eine Sache mit Derek am Laufen. Geklaute Karren und so ein Scheiß. Steckt für uns alle einen Haufen Kohle drin, aber zuerst müssen wir ein paar kleine Penner aus dem Weg räumen, die scheinbar nicht wissen, mit wem sie es zu tun haben. Fahr in ihr Lagerhaus nach Millville und sorg dafür, dass dort Ladenschluss ist und ich sorg dafür, dass sich das für dich lohnt. Fahr zum Lagerhaus in Millville und schalte die Konkurrenz aus. Klar doch, ich hab auch...
ganz ehrlich, ich suche vor allem, warum geht das denn hier alles auf Zeit? Das ist, ach, das ist doof. Ich weiß auch nicht, welchen Vor- oder Nachteil ich dadurch bekommen könnte, dass ich bestimmte, also hier, das S-Rating bekomme. Ich bin, wenn ich, ich weiß gerade nicht, wie mir das gerade gefällt. Ich hätte eigentlich gedacht, dass man jetzt so ganz klassisch, wie auch beim in der Hauptstory, einfach von Mission zu Mission geleitet wird direkt durch die Story und nicht erst noch dahin fahren muss. Ich weiß noch nicht, wie es mir gefällt. Ich werde das jetzt auf jeden Fall erstmal noch ein paar Runden aufnehmen. Mal schauen, wie mir dann insgesamt die Story gefallen wird. Komm, egal! Ich lebe doch! Das hätte ich, ehrlich zu sein, jetzt nicht gedacht, aber okay. Okay, da läuft schon mal einer lang und den knalle ich jetzt ab. Erledigt. Wow. Und. Ja, so ein Schrotgewehr natürlich. Wow. Ich wollte gerade sagen, bleib doch mal locker, Junge, aber. Was? Nein, lass die Leiche los, Alter. Nein, lass die Leiche los. Ach, ich nehme den rechten. Oder muss ich die schrotten? Ich glaube, ich muss die schrotten, oder? Kacke. Kann ich nicht irgendwo hier Info anzeigen? Zerstöre die Autos. Ah, okay. Ich habe doch zufällig bestimmt was im Petto, um die Autos zu zerstören. 1, 2, 3. Ah. Mich verarschen? Mit Gott, da ist ja auch noch eins. Bitte lass hier irgendwo ein Molotow-Cocktail oder so rumliegen. Was? Ach, das waren einfach nur die Kisten. Ich hab jetzt mein armes Herz. Vor allem, ich will nicht so nah schießen. Ach komm, lass doch hier irgendwo Molotow-Cocktails rumliegen. Darauf habe ich ja jetzt gar keinen Nerv. Und vor allem, die sind garantiert erst zerstört, wenn... Ah, Moment mal. Ich glaube, macht Klingelingeling im Kopf. Macht Klingelingeling, boom, boom. Ah, alles klar. Schnell weg hier! Alter, wie geil! Also das war jetzt wieder cool. Ach, komm schon. Na, Sommer! Hier ist doch noch einer. Hier sind sogar noch mehrere, die mir richtig gerade auf den Sack gehen. Nein! Na, das ist doch... Da war ich vielleicht ein wenig zu forsch unterwegs. Ich probiere es. Ein. Oh nein. Och nein. Ich muss da echt wieder hinfahren. Ich muss mal kurz pausieren. Ich bin mir... Wieso kann ich denn die Karte jetzt nicht richtig nutzen? Ich weiß nicht, ob mir diese... wir machen das jetzt so. Ich mache jetzt hier erstmal wieder Schluss für die heutige Folge. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ich will eigentlich aber auch natürlich das Projekt nicht jetzt wegen... Ach, aber ich will Geschichte haben, wisst ihr?
Ich will wirklich, ich möchte Geschichte haben, ich möchte einen speziellen Grund einfach erfahren, ich will Charaktere um mich geschart wissen und die mir einen vernünftigen und triftigen Grund geben, wieso ich jetzt die Leute hier jetzt auch wieder am Hafen kaputt machen soll. Und was ich richtig blöd finde, ist jetzt die Tatsache, dass der Speicherpunkt auch an so einer nicht wirklich cleveren Stelle gesetzt worden ist. Ich muss mir das auf jeden Fall nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich dachte eigentlich, dass Joe's Adventure mich viel mehr anspricht, weil er auch bis jetzt eigentlich gut... Ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen. Bedanke mich auf jeden Fall erst einmal fürs Zuschauen bei der heutigen Folge. Und hoffe einfach, dass ihr dann beim nächsten Let's Play mit eurem Gaborasaro wieder mit dabei seid. Sage bis dahin, auf Wiedersehen. Auch in diesem wunderbaren schönen Outfit. Und ciao.